Upgrade mit Tino und Basti. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Digital Upgrade 3.0. Ja, ihr werdet es nicht glauben, wir haben es geschafft. Endlich sind wir hier im neuen Studio. Ihr habt es schon mal kurz sehen dürfen. Jetzt ist alles fertig. Die Lower Thirds sind aufbereitet. Das Intro ist fertig. Es gibt alles. Und noch besser, die zwei tollsten Moderatoren der Internetszene. Die werden noch vorgestellt, das nächste Mal. Diesmal sind nur wir zwei da. Genau, ja, wie gesagt, alles ist toll und alles ist neu. Und nicht nur bei Digital Upgrade ist alles toll und neu, sondern auch im Hause Microsoft. Ja, sie haben es geschafft. Windows 7 ist endlich fertig. Wir sagen ja auch, der Final Release von Windows Vista ist jetzt käuflich zu erwerben. Also ein weiteres Mal. Die Beta-Phase ist zu Ende. Jetzt könnt ihr richtig loslegen und auch im Windows-Betriebssystem Surfen Spaß haben. Genau, deswegen haben wir uns das auch als Showthema auserkoren. Wurde vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht. Am 22. Oktober. Ich würde sagen, da hat sich unser Windows-Evangelist hier in seinen Microsoft links oben im Logo-Farbe wirklich toll vorbereitet. Also wer es mir nicht glauben mag, der kann sich es mal angucken. Links oben, na, ist das nicht dieselbe Farbe hier? Das habe ich mich schon gut vorbereitet. Ja, richtig. Und genau deswegen machen wir das heute zum Thema, reden da ein bisschen drüber. Tino hat sich sehr gut vorbereitet. Ich habe wie gewohnt von nichts eine Ahnung. Aber ich kann ein Knöpfchen drücken und da sehen wir jetzt schon zum Beispiel eine Neuerung. Wow! Wir haben so einen coolen Monitor jetzt. Genau, also wir haben kann hier was machen, damit ihr es auch so seht. Genau, also man sieht alles, was er jetzt hier macht, sieht man direkt. Wie er vielleicht mitbekommen hat, wir haben ja noch so einen zweiten Podcast, nennt sich Bitnapping TV, findet ihr unter www.bitnapping.tv, ist in Englisch und viel kürzer als Digital Upgrade, aber wir behandeln auch immer nur so ganz kleine Sachen und da haben wir gelernt, wie viel lebendiger es sein kann, einen Livestream zu haben, wo man sehen kann, was passiert. Das ist zum einen ganz lustig, weil es kann ja auch mal was schief gehen. Zum anderen ist es halt interaktiver. Genau. Und ja, deswegen zeigen wir euch jetzt alles hier live und direkt. Und ihr seht auch, kann nichts rausgeschnitten werden, weil, ja, wenn es passiert, passiert. Sag ich jetzt mal. Und fangen wir doch auch gleich einmal an, bevor wir uns jetzt hier zu Tode reden, mit dem ersten Teil von Windows 7, das sind die Desktop Essentials. Genau, willst du auch einblenden in Lower Third? Ich blende mal die Desktop Essentials ein. Taskleiste, Aero Peak, Aero Shake und Snap, was das alles ist, das zeige ich euch. Jetzt, ja, genau. Weil ich sag nur, das sind tolle Namen und das war's schon. Wir fangen einfach an mit der neuen Taskleiste, die ihr logischerweise hier unten bei Windows 7 seht. Das erste Neue, was ihr sehen könnt, wenn ich ein Programm starte, beispielsweise wie ihr es hier seht beim Safari, dann öffnet es nicht mehr als einzelner Task, sondern die Applikation wird als Icon angezeigt und gehighlighted oder hervorgehoben dargestellt. Das Schöne ist, wenn ich jetzt mehrere Instanzen von einer Applikation geöffnet habe, dann zeigt er sie mir hier so schön untereinander gelegt unter dem Icon an. Wenn ich jetzt hier drüber gehe mit meiner Maus, dann zeigt er mir direkt die geöffneten Fenster an. Und wenn ich jetzt hier hin und her wandere mit der Maus, dann kriege ich auch direkt eine Vollscreen-Vorschau von den Fenstern. Das sind aber jetzt im Endeffekt keine einzelnen Fenster, die offen sind, sondern im Safari sind das jetzt nur die zwei Tabs. Das sind nur die zwei Tabs. Das heißt, er erkennt auch die Tabs, die da einzeln laufen. Wenn ich jetzt hier noch einen eigenen weiteren Safari-Fenster aufmacht, dann macht er hier einfach ein drittes Fenster mit dazu und zeigt es mir als neuen Tab, also als neues Fenster hier an, aber es ist eigentlich ein ganzes Fenster. Das heißt, ich muss mich nicht mehr darum kümmern, in welchem Tab oder in welchem Fenster läuft die Webseite, sondern ich mache die Webseite einfach nur noch, klicke die Webseite nur noch an und dann schickt er mich automatisch im Browser ins richtige Ding rein. Das ist so, genau, so ist angenehm. Du hast es richtig verstanden. Das nächste Schöne ist, ihr seht es hier schon, ich habe das hier mit dem QuickTime-Icon gemacht, aber die ganzen Icons, die sind hier nicht geöffnet, weil sie sind ja nicht gehighlighted. Ich kann jetzt hier QuickTime einfach mal starten, dann seht ihr, es wird farbig oder unterlegt und es startet die Applikation. Das Ganze ist cool, weil ich kann diese Applikationen hier zum Beispiel zu dieser Taskbar hinzufügen, dann sind sie ständig da. Das kanntet ihr von der Seite in der Taskbar früher. Wenn man dann allerdings die Applikation geöffnet hat, dann ist sie als Task angezeigt worden und hier bleibt sie einfach fest drin. Ich kann sie jetzt mal anpinnen. Hat sich jetzt soweit nichts geändert. Wenn ich es jetzt aber schließe, dann verschwindet das Icon. Und wenn ich es wieder hinzufüge, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so überraschend, taucht es wieder auf. Und wenn ich es auswähle,
zu meiner Taskleiste hinzufüge, jetzt schließe, dann bleibt es für immer da. Man kann also sagen, das ist so eine Mischung zwischen der normalen Taskleiste und der Schnellstartleiste in einem zusammen kombiniert und ja, ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen schicker. Genau richtig. Oh, wow, ich habe auch was verstanden. Habt schon gesehen. Nicht schlecht, du. Ich würde sagen, der Lernprozess ist großartig. Wenn ich jetzt hier ganz viele Fenster geöffnet habe, also ich habe jetzt hier mal den Explorer aufgemacht und habe dann hier meine zwei Tasks offen, mache ich doch nochmal den Quicktime-Player auf, habe ich jetzt natürlich ein Problem. Ich kann jetzt nicht auf meinen Desktop schauen. Dafür gibt es hier unten rechts so ein kleines Rechteck. Und wenn ich da drüber gehe, über dieses Rechteck, dann passiert Folgendes. Ich bekomme einen X-Ray-View, also sozusagen einen Röntgenblick auf meinen Desktop. Und ich sehe genau, was passiert gerade in meinen Gadgets. Jetzt sehe ich zum Beispiel die Uhrzeit. Ich kann natürlich auch jetzt meine Fenster einfach ausblenden lassen, indem ich einfach mal dieses Rechteck anklicke. Dann verschwinden alle Fenster. Ich kann jetzt hier direkt auf den Desktop, kann meinen Mülleimer mir anschauen, nicht schlecht. Und wenn ich jetzt wieder meine Fenster sehen möchte, klicke ich wieder drauf und es passiert nicht das, was ich erwartet habe. Das ist natürlich schön. Ich dachte, wir bekommen jetzt wieder die Vollscreen-Ansicht, aber es ermerkt sich wohl nur das vom letzten Mal. Also wenn ich jetzt hier die Fenster wieder aufmache, hier drauf klicke, dann bekomme ich diesen schönen X-Ray-View und dann kriege ich die Fenster zurück. Alles klar, so sollte es eigentlich sein. Was habe ich mir noch angeschaut? Ah, noch ein wirklich schönes Feature, das wir macOS 10 Menschen ja schon seit langer Zeit vermissen. Wenn ich ein Fenster habe oder ich habe mehrere Fenster, ich schreibe zum Beispiel die Hausaufgaben von meinem Freund ab, dann nervt mich das ja, wenn ich eine PDF-Datei habe und es nicht kopieren kann, weil es geschützt ist, dann muss ich immer hin und her switchen. Das Schöne ist, hier kann ich einfach die Fenster bewegen und am Rand, wenn ich mit der Maus hingehe, dann gruppiert er sie direkt. Das Ganze geht auch mit einem Shortcut. Wenn ich die Windows-Taste drücke und in eine Richtungstaste, dann bewegt sich das Fenster auch hin und her oder Fullscreen oder eben normale Ansicht. Geht es auch nach oben und nach unten? Ja, geht's auch, natürlich. Also das heißt, wenn ich irgendwas habe, was also irgendwie widescreenig ist? Bei zwei Fenstern ist es halt ein bisschen schwierig, wenn eins auf der Seite ist. Da muss man das natürlich ein bisschen klüger vorher machen. Also man fährt die Maus da hoch und dann geht es nicht so, wie ich das mir vorgestellt habe. Also du bringst mich hier ganz in Schwulitäten. Das ist ja fast wie... Was ist, wenn du jetzt hier nach oben drückst? Was passiert dann? Passiert nicht. Nach oben. Nach oben macht Fullscreen. Macht Fullscreen. Ja, das ist schon klar. Wieder was gelernt. Ich zumindest. Es geht auch nach oben. Also man kann es auch nach oben kopieren. Das sehen wir nachher. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Wichtig ist noch, wenn ihr jetzt keine Maus habt und auch keinen Desktop-PC oder kein Notebook, sondern einen Touchbook, dann habt ihr hier eine super Möglichkeit, wenn ihr viele Fenster auf habt und euch das ringsrum total nervt, oder ihr was auf dem Desktop kopieren wollt? Genau, dann könnt ihr einfach das Fenster, das ihr habt, hin und her bewegen. Dann verschwinden alle anderen Fenster und ihr könnt jetzt hier die jeweiligen Informationen eben auf den Desktop kopieren. Also Tino sagte schon, es geht natürlich auch mit einer Maus, es geht auch mit einem Touchpad, wenn ich mir zum Beispiel, ich habe so einen Stift und mache dann kurz und habe dann nur noch dieses Fenster, das ist natürlich um einiges angenehmer als andersrum. Who needs a stylus? Ja gut, das ist natürlich so eine andere Geschichte. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube es auch nicht. Und jetzt kommen wir halt vom Desktop mal weg und gehen mal ein bisschen ins Internet. Und bevor wir mit Windows Vista ins Internet gehen, müssen wir noch ein bisschen über unser eigenes Internet reden. Ja, natürlich. Wenn ihr wissen wollt, was Aktuelles abgeht bei Digital Upgrade, dann besucht doch unsere Twitter-Seite und followt uns. Die findet ihr auf twitter.com/digitalupgrade. Wie kann es auch anders sein? Da findet ihr Sachen wie... Wenn neue Sendungen publiziert wurden, wird das da sofort getwittert oder wenn sich irgendwas verschiebt oder wenn wir sonst irgendwelche Announcements haben, dann seht ihr das und wenn ihr jetzt sagt, was ist denn Twitter, das sagt mir gar nichts, dann, ich weiß, es ist schwierig, von Digital Upgrade 3.0 wieder zurückzugehen, aber geht jetzt zurück ins alte Land des Leidens und schaut euch eine alte Sendung nochmal an. Da haben wir in einer Sendung über Twitter geredet, was es ist, warum es was bringt. Das hat sich nach wie vor nicht geändert, also wer keinen Twitter-Account hat, einholen und dann twitter.com/digitalupgrade folgen und viel Spaß dabei. Und dann könnt ihr auch Ad-Replies schicken und die können wir auch lesen. Ist fast so wie E-Mail, nur cooler. Oh, und wenn wir über E-Mail reden, da gibt es natürlich was ganz, ganz Großartiges, auch aus dem Hause Microsoft. Und wenn es im Internet geht, E-Mail und Microsoft,
dann fällt mir plötzlich auch immer das Wort Live ein. Genau, und in diesem Fall geht es um die Windows Live Essentials. Und du sagtest schon, Mail ist damit drin. Da ist jetzt auch die Photo Gallery drin und der Writer und der Messenger. Aber warum ist das jetzt ein eigenes Ding? Und das, also Mail zum Beispiel hieß doch Outlook Express und war mit dabei. Ja, früher war es immer so, Microsoft hat die ganzen Programme mit Windows zusammen im Bündel vertrieben. Dann hat irgendwann die Europäische Kommission sich gedacht, Mensch, das ist unlauterer Wettbewerb. Da schafft der Firefox es ja gar nie, seinen Marktanteil zu verbessern. Und dann haben sie viele, viele Beschlüsse geschlossen und dann musste Microsoft ganz viel Geld zahlen. Und das Ende vom Lied ist eben, dass Microsoft gesagt hat, okay, dann bringen wir die Programme halt nicht mit Windows 7 mit, sondern bieten das als kostenlosen Download an. Genau, das heißt aber jetzt natürlich auch für den Thunderbird zum Beispiel, wenn ich jetzt sowieso hingehen muss und mir einen E-Mail-Programm runterladen muss, dann habe ich halt die Wahl. Dann sage ich, oh nee, dann lade ich mir nicht Windows-Mail runter, genau. Sondern Thunderbird, der Aufwand ist derselbe. Und deswegen war das halt auch der Grund, warum das so ist. Aber jetzt labern wir nicht groß rum über diese Produkte, sondern schauen uns das mal an und das zeigst du uns mal, würde ich sagen. Zeige das mal, natürlich. Zeige euch natürlich, wenn wir doch schon von Windows-Mail reden. Ich habe es schon mal, wir fangen natürlich ganz von vorne an. Wir müssen uns erstmal runterladen, dafür öffnen wir eine Safari-Webseite und dann finden wir das Ganze natürlich auf der Webseite windowslive.com/desktop und dort kann ich dann meinen Windows Live Desktop herunterladen. Das Ganze haben wir schon gemacht, weil die Installation ein bisschen dauert. Was da alles mit dabei ist, das sehen wir hier nochmal. Da ist der Messenger mit dabei, die Fotogallery, Mail, Writer, Toolbar, Family, Safety und der Movie Maker. Wir schauen uns jetzt allerdings nur Mail und die Fotogallery an. Einfach aus Gründen, dass es zu lang dauern. So, machen wir hier mal den Safari zu, drücken wir hier auf Quit, auch nicht schlecht. Danach, mit dem wir es installiert haben, finden wir es unter All Programs, Windows Live und dann können wir natürlich auch hier den Windows Live Mail benutzen. Wenn wir das Ganze ein bisschen schneller machen wollen, klicken wir einfach hier und drücken hier Mail und finden auch den Live Mail. Genau, das ging zum Beispiel schon in Vista, also jetzt nichts ganz Neues, aber ist auf jeden Fall eine Funktion, die ja, rentiert sich, die macht Sinn und das geht viel schneller. Es geht auch, wenn man die Maus gar nicht benutzt, man drückt einfach die Windows-Taste, dann öffnet sich das Ding und ich kann direkt anfangen zu suchen. Das funktioniert für Programme und natürlich auch für Bilder und Movies. So, ich habe dann hier mein Mail-Programm. Ich muss es einmal eingerichtet haben. Es ist jetzt nichts Besonderes. Es sieht ganz schön, es ist schön aufgeräumt. Das Schöne ist, es interagiert ganz toll mit anderen Programmen. Ich bin ja ein Kalenderfreund. Ich sehe dann hier gleich meinen Kalender, kann dann wieder Sachen eintragen. Natürlich kann ich auch meine Kontakte hier hinzufügen. Kann die ganzen dann auch das Schöne, was ich hier auch direkt sehe, ich kann mich hier direkt mit meiner Windows Live ID einloggen und kann dann meine Contacts auch direkt im Windows Live verwalten. Also das Ganze funktioniert halt eben auch unterwegs. Das heißt, ich kann mich online ins Webinterface von Windows Live einloggen und sehe dort meine Kontakte drin. Das ist natürlich angenehm. Genau, das ist ganz schön. Wieso das alles so wunderbar funktioniert, Sie haben sich dabei gedacht, dass man benutzt ja nicht nur Mail, um Nachrichten zu schreiben, sondern man möchte vielleicht auch Fotos verschicken oder ganz viele andere Sachen machen. Und was bietet es sich denn mehr an, als schön Fotos zu verschicken? Ich mache jetzt einfach hier mal mein Mail wieder zu. Ich habe hier noch ganz viele E-Mails zum Runterladen, das sparen wir uns einfach mal. Und öffne jetzt, wir machen es gleich so, wie wir es machen, wir drücken Windows und ich gebe ein Foto. Man findet gleich die Fotogallery. Noch eine Anmerkung zu Windows Live. Im Gegensatz zu MobileMe, was Ähnliches tut, kostet Windows Live nichts. Das heißt, das ist richtig. Da hat sich der Windows-User schon mal ein paar Euronen gespart. Und das funktioniert ähnlich. Das ist sehr richtig. Das ist so. Wir kommen jetzt hier auf die Fotogallery. Fotogallery ist ein bisschen, also der Mac-User sagt, Mensch, Fotogallery erinnert mich jetzt ein bisschen an iPhoto. Stimmt auch. Ja. Ist auch einfach so. Man kann hier ganz normal seine Alben verwalten. Man kann neue Fotoalben hinzufügen. Man kann schon, was habe ich denn hier? Da sind schon Sample Pictures drinnen. Das Ganze funktioniert so, wie man das gewöhnt ist. Man wählt einen Ordner aus, den man hinzufügen möchte und dann wird das angezeigt. Das Schöne hier im Vergleich zu Preview, zu Vorschau, zu dem Vorschauprogramm, das es hier gibt, man kann hier ganz schnell und einfach Bilder bearbeiten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Foto hier groß mache, schöne nette Menschen, kann ich hier oben auf Fix klicken, bekomme dann hier direkt. Das ist gerade ausgeblendet, also wenn du nochmal drückst.
Oh. Dann ist es wieder da. Genau. Hier auf Fix klicke, dann kann ich direkt die Farben ändern. Ich kann zum Beispiel die Color Temperature ein bisschen runtersetzen, dass das alles ein bisschen kühler wird. Weil das sind ja coole Typen. So ein Magic-Modus auch noch. Also wenn es heißt, wenn ich gar nichts machen will, drücke ich ganz oben auf Auto-Adjust und im Zweifel macht er alles ganz, ganz toll. Hier so schöne Sachen. Sieht man auch, was passiert. Ist es nicht schön? Also es funktioniert ganz toll. So viel zu diesem Feature. Und jetzt eben, worum geht, was möchte man mehr machen? Man kann es zum einen direkt publishen, man kann es online in seiner Windows Live oder bei Microsoft Live publishen, oder man kann es direkt auch an seine Freunde schicken. Dafür klicke ich hier auf E-Mail, weiß es ja nicht jeder bei Windows Live mit dabei. Ich drücke auf E-Mail. E-Mail im Hintergrund. E-Mail geht auf und es ist direkt angehangen und ich kann es jetzt einfach rausschicken und das war's. Also da greift ein Programm in das nächste Hand in Hand ein. Ich würde sagen, da haben Sie so ein bisschen was gelernt. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und es ist halt viel leichter, ohne jetzt Fremdsoftware zu installieren. Also Dritthersteller, schön, dass du auch das Bild genommen hast, wo ich aussehe, als hätte ich gerade 12 Mach-Intus. Ich zoome noch ein bisschen rein. Oh, das war zu viel, glaube ich. So, das hält ja kein Mensch aus. Ja, kann ich verstehen. Also, wie gesagt, man muss jetzt sich halt nicht für entweder für viel Geld oder für umsonst und dafür gibt man seine Daten her, ein drittes Fotoverwaltungsprogramm kaufen oder runterladen, sondern man kann es tatsächlich jetzt out of the box, wie man das so schön sagt, und das ist jetzt eigentlich keine blöde Idee. Nein, das ist sie nicht. Richtig, da gibt ihr völlig recht. Ja, das ist es auf jeden Fall. So viel, so weit, so gut zu den Windows Live Essentials. Eine Sache sage ich noch zu dem Windows Live Writer. Das ist ein Blog-Editor. Das heißt, wer von euch Blogger ist und Windows benutzt und irgendwas benutzt wie WordPress oder so, ist ein wahnsinnig cooles Tool. Man gibt einfach seine Benutzerdaten für den Blog ein und man kann dann offline seine Einträge schreiben, drückt nachher nur noch auf Publish und es ist dann da. Und wenn einem der Webbrowser abstürzt, ist nicht plötzlich der ganze Blog-Eintrag weg. So ist es. Was wollen wir denn noch sagen? Eins, ihr wisst es, es ist nicht mehr lange, es steht Weihnachten vor der Tür und wir fühlen uns ja immer so ein bisschen ausgegrenzt vom Rest der Welt. Deswegen wünschen wir uns hin und wieder Sachen, die wir in unseren Amazon-Wunschzettel veröffentlichen. Wenn ihr Lust habt, schaut auf unsere Webseite und dort findet ihr unter Team Bastis und meinen Wunschzettel. Viel wichtiger ist natürlich mein Wunschzettel. Nur mal so. Das sind auch die kleineren Wünsche. Genau. Ich meine, das ist auch von der Größe. Naja, ich habe ja schon. Ich bin ja gewachsen um. Was ist dieses Ding? 10 Zentimeter. Genau, ja, so viel zum Thema Wunschzettel. Also unsere Webseite sah ich ans Herz gelegt: digitalupgrade.de. Und ja, wie vorhin schon gesagt, Twitter und Facebook und was ihr euch alles, wo ihr uns überall finden könnt, googelt mal nach digitalupgrade und meldet euch einfach überall an. Das ist eine gute Idee, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir haben natürlich noch was. Das war jetzt so ein kleiner wir machen zu viele englische Podcasts. Das ist ein kleiner Überblick gewesen von den Features. Aber es gibt noch ein ganz super neues Feature. Und zwar, das sind die Bibliotheken. Müssen wir jetzt anfangen zu lesen? Ja, also ich würde sagen, man sollte sich schon mal kurz einlesen, wie es funktioniert. Ich hatte da am Anfang auch ein paar Probleme, aber mehr Verständnisprobleme. Jetzt, nachdem ich als Microsoft Evangelist hier euch das vorstellen kann, werdet ihr es natürlich total verstehen. Das ist logisch. Toll, ich bin ja schon gespannt. Ich habe das nur mal gehört von einem Freund, der an dem Moment etwas angetrunken war und habe es nicht so ganz verstanden. Vielleicht kannst du mir das jetzt erklären. Er war übrigens nicht der Angetrunkene. Er war zwar auch angetrunken, hat mir aber nichts über die Bibliotheken erzählt. So, dann wollen wir uns das mal genau angucken und ich würde sagen, du legst einfach mal los. Ich mache mal den Bildschirm wieder groß. Wow! Und dann gucken wir uns das mal an. Also, um die Bibliotheken sich anzuschauen, müssen wir zuerst mal den Explorer öffnen und dort finden wir die Bibliotheken. Gut, so weit, so gut. Das ist jetzt natürlich noch nicht so spannend. Was ist das Besondere an den Bibliotheken? Ich gehe dafür einfach mal hier in den Pictures, in die Pictures-Bibliothek hinein, Bilder-Bibliothek. Und wie ihr sehen könnt, sind hier unterschiedliche Ordner, die auch an unterschiedlichen Stellen im System abgelegt sind, werden angezeigt. Und dann hier in meiner User, Intenso, Public und in meinem Downloads-Ordner. Das Ganze muss man einmal einstellen. Und das macht man am besten, indem man hier einen Rechtsklick macht und dann hier unter Einstellungen die Ordner, in denen man Bilder abspeichert oder in der Regel Bilder abspeichert, hier hinzufügt. Das Ganze macht man dann natürlich auch für Musik und für Dokumente. Es gibt ja Leute, die sind da sehr akribisch und fühlen sich unwohl, alles in einen Ordner reinzuwerfen, sondern die möchten lieber ihre Finanz,
Unterlagen in dem Jahr, den dann Finanzunterlagen, erster Versuch, die Finanzbehörde auszutricksen und so weiter veröffentlichen. Veröffentlichen? Das ist besonders gut. Ablegen und am Schluss dann eben das Finale in einem eigenen Ordner haben. Um das dann, das Hauptproblem ist natürlich, wenn jetzt dann der Finanzberater irgendwann mal zur Prüfung kommt, dann findet er die Dateien nicht. Ja, das ist auch total unlogisch, sowas zu machen. Und dafür sind die Libraries natürlich super. Also zum einen findet man hier direkt, was man eingestellt hat. Das gilt natürlich auch für Videos. Man stellt es einmal ein. Und jetzt kommt's, was es eigentlich besonders macht. Das Ganze geht Hand in Hand, da ist es wieder das neue Wort für Microsoft, mit dem Media Player. Ich habe jetzt hier, wie ihr sehen könnt, in einem von meinen Ordnern, also eine Bibliothek angelegt, dass Videos, die in den Downloads-Ordner kommen, direkt angezeigt werden. Genauso werden aber auch Bilder, die in den Downloads-Ordner sollen, direkt in dem Media Player angezeigt werden. Wenn ich hier aber auf Videos klicke, sehe ich nur die Videos, die ich hinzugefügt habe. Und das Ganze funktioniert, wenn ich jetzt auf Bilder klicke, sehe ich hier die schönen Fotos. Soll ich es noch anschauen? Nee, wir lassen es. Nein, lieber nicht. Ja, und so kann man natürlich zum einen wahnsinnig viel Zeit sparen, da man, wenn man von Freunden Sachen heruntergeladen hat, beispielsweise Fotos, die man auf Flickr findet, immer in seinen Ordner Flickr reinlegt und sie dann einfach hier als Bilder angezeigt bekommt. Und er kopiert sie nicht irgendwie, macht keine Duplikate draus, sondern er verlinkt es im Hintergrund einfach und ja, ich muss nicht irgendwie den doppelten Speicherplatz dafür aufwenden. So ist es, genau. Und das ist wahnsinnig klug gelöst. Das kann ich mal so stehen lassen. Ja, dann haben wir eigentlich noch eine Sache, über die wir reden müssen, und das ist das Programme switchen. Also wir machen mal, ich darf jetzt auch mal, ich kenne mich auch mit irgendwas aus, machen mal so ein paar Programme auf, machen wir mal hier so ein Safari auf und noch so ein Explorer. Machst du mal noch einen zweiten Tab auf oder ein zweites Fenster? Machen wir nochmal ein zweites Fenster auf. Zack. So, und da gehen wir jetzt mal hier auf die Features von Windows 7. Und wenn ich jetzt hin und her switchen möchte zwischen diesen Dingern, dann mache ich das und das ist, naja, schön, ist jetzt was anderes. Ich meine, es funktioniert, ich komme jetzt dahin, wo ich hin möchte, aber es ist halt nicht wirklich schön. Und da gibt es ein tolles Programm, das nennt sich Vista Switcher. Wo ist es denn da? Wow. Da brauchen wir auf die Knöpfe drücken. Genau. Ja, das ist ein Ersatz für diesen eingebauten Switcher. Und diese Magic Mode. Das ist ein bisschen hier. Achso, man sieht es ja kaum. Feature-mäßig, du. Ich kann ja nicht bald gleichzeitig überall drücken. Ich brauche noch so einen Arm wie so ein indischer Gott, der so. Genau. Findet ihr auf diesem Link. Da könnt ihr euch das runterladen und installieren. Haben wir es schon installiert? Ja, natürlich. Boah, solltet ihr es noch finden. Da oben ist es schon, ist ja toll. So, dann machen wir den Vista Switcher mal an. Und es sieht erstmal nicht großartig anders aus, bis ich dann mal anfange hier zu drücken. Und plötzlich sehen wir hier Vorschauen größer von diesem Fenster. Er zeigt mir jetzt auch an, zum Beispiel, von wie viele Programme das sind. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie 50 Programme offen habe, dann sehe ich halt auch, dass jetzt Programm 4 von 50 ist. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich möchte da jetzt hin. Da war ich jetzt eh schon. Von daher bringt es nicht so wahnsinnig viel. Aber ich kann hier, solange ich die Alt-Taste gedrückt halte, zum Beispiel jetzt einen Rechtsklick machen und jetzt kann ich ja sagen, Enter Switch to, oder ich kann es jetzt von hier aus direkt minimizen, closen oder halt den ganzen Prozess abschießen, das ist ganz angenehm. Wenn ich jetzt da nochmal drauf gehe, Soll ich dir jetzt nochmal erklären, wie es funktioniert? Ja, Mister, ja, ich habe es geschafft, also wenn ich mit der Shift-Taste, es ist so ein bisschen tricky, der Shift-Taste mehrere Prozesse angeklickt habt und ihr macht einen Rechtsklick drauf, dann könnt ihr die jetzt auch, wie wir das vorhin gelernt haben, so nebeneinander anordnen. Ich mache das jetzt mal hier zum Beispiel, was ich vorhin angesprochen habe, das hat ja gut funktioniert. Das sind ja auch zwei Tabs gewesen, das funktioniert natürlich nicht ganz so gut. Ich mache da einfach nochmal ein zweites, da sieht man schon, ich habe einfach keine Ahnung. So, wir versuchen das jetzt gerade nochmal. So, ich habe mal beide markiert. Jetzt mache ich nochmal einen Rechtsklick. Jetzt versuchen wir, da unten, der ist es noch. Genau. Und jetzt versuchen wir das nochmal. Tada! Sehr gut. Ist das nicht toll? Das Ganze geht halt auch von oben nach unten. Das zeigen wir nochmal, weil vorhin haben wir es ja nicht geschafft. So. So, und tschu. Sind jetzt die zwei richtigen? Im Zweifel schon. Apple Start, ja. Komm, zack. Und jetzt machen wir das vertically.
Oh gut, das ist dasselbe gewesen, weil es natürlich horizontal gewesen ist. Also das lasse ich mir jetzt tatsächlich nicht nehmen. Ihr seht schon, das ist jetzt der große Vorteil von diesen Livestreamcasts. Ihr seht, wie ich mich blamier. Horizontal war es gewesen. Tada! Ich habe es geschafft. Und plötzlich können wir das auch von oben und unten untereinander sehen. Das ist eine wirklich nette Sache. Und wenn ich jetzt sage, nee, also diesen Mac-Kram will ich nicht sehen, dann klicke ich Close. Und das war weg. Es ist nicht einfach toll. Ja. Nicht schlecht, sage ich, Basti. Du wirst noch wirklich auch bald ein Microsoft Evangelist. Ja, das dauert sicher noch ein bisschen. Das denke ich allerdings auch. Ja, ich würde sagen, es gibt noch ganz, ganz viele andere Features, die wir jetzt nicht alle nennen können, weil sonst wäre die Show wieder mal 2,5 Stunden lang und dann hätte schon jeder dreimal abgeschalten. Es hat wahrscheinlich schon jeder dreimal abgeschalten, weil am Anfang nichts geklappt hat und jetzt klappt auch nichts. Aber das ist ja auch irgendwie der Charme unserer Show, so mit wenig Ahnung viel darstellen. Und was wir aber noch sagen möchten, es gibt noch zwei Sachen, die ich gerne angesprochen hätte. Und zwar zum einen ist es, als neues Sicherheitsfeature hat sich jetzt... gibt es jetzt Sichern und Wiederherstellen. Das gab es vorher auch schon, das ist aber jetzt wesentlich besser geworden. Man kann also eine externe Festplatte oder einen Thumb Drive oder was auch immer ihr habt, ein USB-Stick benutzen, um Backups zu machen. Da könnt ihr zum einen Windows entscheiden lassen, was für Backups ihr machen wollt, von welchen Dateien, oder eben ihr wählt eigene Ordner aus und dann werden da Backups erstellt. Macht es aus einem ganz, ganz wichtigen Grund. Explodiert die Festplatte, zumindest im Notebook, während ihr unterwegs seid, dann habt ihr immerhin noch die Daten zu Hause. Ja, und wie ihr wisst ja, ich kenne sicher diesen klugen Spruch, alle Daten, die nicht auf mindestens 2 Orten vorhanden sind, die existieren gar nicht. Und es ist eine einfache Möglichkeit, diese Backups zu machen. Und gehen wir nochmal von Backups zu Upgrades. Da gibt es ja das so tolle Upgrade Anytime oder Anytime Upgrade. Ja, Upgrade so Anytime. Genau. Ihr wisst ja, Windows 7 kommt nicht nur in einer Geschmacksrichtung, also nicht nur in alles oder nichts, sondern leider in sehr vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und wenn ihr jetzt natürlich feststellt, ihr habt jetzt Home Premium gekauft und irgendwann stellt ihr fest, eigentlich brauche ich die Ultimate Features aus irgendwelchen Gründen und wollt dafür Microsoft noch ein bisschen Geld geben, dann könnt ihr das jederzeit machen. Genau, und das Schöne ist, ihr verliert keine Daten. Ihr müsst einfach nur Geld bezahlen und dann bekommt ihr eine Upgrade-CD und dann könnt ihr auch die ganzen Daten installieren und ihr habt also sozusagen einen nahtlosen Übergang von System ins System. Ich glaube, es ist sogar so, dass auf jeder DVD alles drauf ist, nur der Key entscheidet. Und das heißt, ihr gebt es ein und eigentlich dürft ihr dann sofort Ultimate haben. Aber ihr wisst ja, wenn es nicht stimmt, ich hatte keine Ahnung, dann ist es auch nicht heute schlimm. Genau, ja. Ich würde auch sagen, also wie gesagt, Twitter ist nochmal ganz wichtig, um das nochmal mit unserer Sendung hier abzuschließen. Aber zusammenfassend zu Windows 7 zu sagen, Empfehlung von uns oder nicht? Auf jeden Fall. Wer jetzt noch immer sich über Windows Vista ärgert, der... Oder noch Windows XP hat. Oder Windows XP hat, der kann jetzt, wie sagt man, guten Gewissens kann er jetzt upgraden auf Windows 7. Das ist wirklich, ich würde sagen, das ist das Geld wert. Ja. Und das sage ich ja nicht oft. Also, zumindest für alle Windows-User ist das auf jeden Fall wert. Ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Das war Digital Upgrade und ihr wurdet... geupgradet. Yeah. Stimmt, wir haben einen neuen Spruch, haben wir ausgesagt. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ja, das ist... Ein bisschen du da drauf gekommen. Aber eigentlich hätten wir schon sagen müssen, die nächste Show wird immer die beste, weil wir ja keine Ahnung hatten. Ja, aber das ändert sich ja nicht. Und wir hätten zumindest so tun können, als würde es sich ändern. Ja, wir tun schon oft genug so, als könnten wir irgendwas, doch wir dann nicht hier noch offensichtlich rumlügen. Also ich muss schon sagen, ich bin schon ein bisschen beeindruckt davon. Echt? Also wenn ich jetzt keinen Mac hätte... Findest du nicht meine Uhr am schönsten? Also die Uhr ist schon am schönsten. Ich finde nur schade, dass man sie nicht größer machen kann. Also ich finde das ist schon... Ich hätte sie schon gerne Triple Size. Also man kann sie jetzt so ein bisschen ausblenden. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber das ist schon auch hübsch. Kannst du denn nicht? Aber ich fände schon... Aber du musst es einblenden, weil sonst sieht es ja keiner. Du kannst doch hier sowas machen. Warte mal. Mach doch mal hier das wieder an. Ach so. Das gibt's aber nicht. Mach mal hier den Tube. Machen wir den mal wieder groß. Ah, diese Knöpfchen, toll. Wahnsinn. Aber man ist doch jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt hier, guck mal. Ja, aber das ist ja nicht, gut, das bringt uns halt, das ist bisschen, natürlich so. Ein bisschen Mac-Zauberei, aber ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Wie hast du das jetzt gemacht? Ist das hier so, Opacity war das? Ja. Ich muss ja auch ein bisschen lernen. Ich bin ja hier praktisch der Windows-Praktikant.
Vielleicht sollten wir das wieder rausscrollen, vielleicht mal vorher. Danke. Oh, ist das nicht toll? Ist das nicht eine tolle Uhr? Schon, finde ich auch. Also, hoffentlich gibt es sie bald auch für den... Da gibt es noch mehrere Uhren? Für den Mac, ja, ja. Aber das ist die schönste. Die anderen sind also ein bisschen öde. Die ist doch noch hübsch. Schön, ja. Also bitte, also, mach doch mal groß. Noch mal groß hier. Für alle, die nicht wissen, wie viel Uhr es ist. Flower Power Uhr. Man kann auch drüber hobern, dann sieht man die auch in groß. Nicht schlecht. Super. Das muss reichen für heute. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die echten Features kommen dann das nächste Mal. Baba.